Hallo, meine liebe Freunde und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich heiße Dimitri. In diesem Video werden wir zusammen diesen weißen Akkubohrschrauber vom alten Nickel-Cadmium-Akkumulator auf neuen Lithium-Ion-Akku umbauen. In einem von vorigen Video, ich habe beim Bau von einem Unterkonstruktion für Solarmodul diesen Bosch-Akkubohrschrauber verwendet. Dabei habe ich auch gezeigt, dass den Akku von dem habe ich auch umgebaut. So sieht es aus. Drei Zellen habe ich verwendet, BMS-Platine. Mit Heißkleber habe ich das alles fixiert. Funktioniert das alles einwandfrei. Und das hat bei euch sehr große Interesse geweckt. Drum speziell für dieses Video. Ich habe bei eBay für wenig Geld so einen Akkubohrschrauber gekauft. Und heute werden wir zusammen ihn auf Lithium-Ionen-Akkumulatoren umbauen. Natürlich, einige von euch sagen, ja, wieso den alten Zeug umbauen? Ist doch besser einfach wegschmeißen und neues Werkzeug kaufen. Aber naja, meistens passiert es so, dass man kauft so ein Elektrowerkzeug für privaten Gebrauch, für Renovierung zum Beispiel. Man verwendet ihn ein paar Mal und dann die ganze Zeit, die Jahre lang, liegt das alles irgendwo im Schrank oder im Keller. Dann mit der Zeit ohne Verwendung geht der alte Nickel-Cadmium- oder Nickel-Metallhydrid-Akku kaputt, obwohl Motor, Getriebe, Umschaltung und so weiter funktioniert einwandfrei. Und dann ist einfach zu schade, ein gut funktionierendes Gerät nur wegen dem Akku wegschmeißen. Insbesondere wenn es um Markenwerkzeug geht, wie Bosch, DeWalt, Hilti, Makita und so weiter. Und mit so einem relativ einfachigen Umbau, man kann dem Werkzeug ein zweites Leben schenken. Was auch sehr, sehr gut, finde ich. Ja, das war ein kleines Vorwort und jetzt kommen wir langsam näher zur Sache. Umbauen müssen wir wie Akku, als auch Ladegerät für diesen Akku. Umgebautes Gerät tue ich auf die Seite. Also, was wir alles für Umbau brauchen würden. Um Ladegerät umbauen, brauchen wir so einen Spannungswandler. So sieht das Teil aus. Das ist sogenannte DC-DC Step-Down Spannungswandler. Der ist auf einem Chipregler XL4015 gebaut. Wir sehen zwei Elkos am Eingang und am Ausgang. Auf die Platine ist noch ein Drossel sich befindet und zwei Potis. Mit diesen Potis wir können Ausgangsspannung und Ausgangsstrom verstellen. Drehe ich rum, hier haben wir Eingang plus minus und Ausgang plus und minus. Unten ein kleines SMD-Teil R050 ist nicht anders als Shunt, mit welchem Stromstärke durchfließende gemessen wird. Am Ein- und Ausgang sind solche bequeme Schraubklemmen. So sieht es aus. Eingangsspannung darf im Bereich von 8 bis 35 Volt liegen und Ausgangsspannung von 1,3 bis 32 Volt. Auf die Platine befinden sich noch drei Leuchtdioden. 1, 2 und unten hier der dritte. Eine wird leuchten, wenn Eingangsspannung angeschlossen und zwei weitere werden uns über geregelte Ausgangsstrom und Spannung signalisieren. Und dadurch, dass wir mit diesem Modul Ausgangsstrom und Ausgangsspannung einstellen können, wir können mit diesem Modul unsere Akkuzellen mit richtigen Verfahren CC, CV, Constant Current, Constant Volt laden können. Ja, dann weiter werden wir auch so eine oder ähnliche BMS-Modul verwenden. Dieses Modul in diesem Zustand, in welchem ihr ihn seht, ist für 5 in die Reihe geschaltete Zellen ausgelegt.
Anschließend werden wir ihm so, wie auf die Seite des Verkäufers angezeigt ist. Links für alle Teile findet ihr in Beschreibung zu diesem Video. Hier wird Batterie Minuspol angeschlossen. Dann von Minus her, hier wird Plus von erster Zelle angeschlossen. Hier Plus von zweiter Zelle, Plus von dritter Zelle, vierte Zelle und dann Plus von fünfter Zelle ist gleich Plusausgang von gesamter Batterie. Und allgemeiner Minusausgang ist diese C-. Genau so ein Modul habe ich beim Bosch-Akku-Schrauberumbau verwendet. Weiter, wir haben auf Platine auch 5 Leuchtdioden, welche beim Zellenbalancierung leuchten werden. So kann man visual auch Balancierzustand kontrollieren. Diesen Modul hat interne passive Balancer mit Balancierstrom 60 mA. Weiter, diesen Modul bietet Schutz gegen Kurzschluss, gegen Überladung, gegen Tiefentladung und gegen Überlast. Konstanter durchfließender Strom kann 60 Ampere betragen und beim 100 Ampere wird die Platte den Akku vom Last ausschalten. 100 Ampere in unserem Fall zu viel. Für Strommessung sind die 4 parallel geschlossene Shunts verantwortlich. 100 geteilt durch 4 haben wir 25, also wir müssen dann 2 davon weglöten. Sonst, wenn der Bohrer zum Beispiel beim Stahlbohren wird in Material sich klemmen und wenn die Platine für 100 Ampere ausgelegt, dann werden entweder Akkus oder Motor abfackeln. Sowas brauchen wir nicht. Wir werden die 2 Widerstände weglöten und dann wird diese Platine auch seinen Zweck erledigen, so wie es sein soll. Auf die Seite des Verkäufers kann man gleiche Platine für 5 in die Reihe geschaltete Akkus kaufen, für 4 und für 3 in die Reihe geschaltete Zellen. Im Grunde ist das dieselbe Platine mit einem kleinen Unterschied. In Variante für 4 in die Reihe geschaltete Zellen steht hier eine Brücke, da sind ja schon die Plätze dafür vorbereitet. Und dann noch unter dem Chip. Entweder hier oder hier gebrückt werden muss. Und in dem Fall, wenn nur 3 in die Reihe geschaltete Zellen verwendet werden, zum Beispiel für 12 Volt Akkumulator, dann muss man von da bis Minus alles überbrücken. Und auch hier schauen wir doch mal, wie es da bei mir gemacht. Ja, genau, ich habe hier 3 Zellen. Hier habe ich überbrückt, wie ich vorher gezeigt habe. Und da habe ich auch mit dem Lötkolben eine kleine Brücke gemacht. Im Fall, wenn wir 4 Zellen verwenden müssen, dann die Brücke muss man kürzen von da bis B minus und unter dem Chip nicht hier, sondern hier gebrückt werden muss. Aber auf die Seite des Verkäufers, man kann gleich passende Platine bestellen. Ja, hier müsste ich eigentlich auch die 2 abmachen. Ja, so sieht das aus. Und natürlich brauchen wir auch Zellen. Ich habe dafür Litokala-Zellen verwendet. Die sind im Format 18650, das heißt 6,5 cm sind die lang und 18 mm im Durchmesser. Diese Zellen sind hochströmige, maximale Spannung 4,2 Volt. Baugleiche vom Laptop-Akkus passen hier überhaupt nicht, weil die können maximal 2 Ampere leisten, wenn überhaupt. Diese Zellen können auf Dauer bis 20 Ampere leisten.
Und Spitzenwert kurzzeitig, die können bis 30 Ampere Strom abgeben. Wenn wir 5 solche Akkus in die Reihe schalten, dann kriegen wir genau 21 Volt. 21 Volt mal 20 Ampere, das sind über 400 Watt Leistung, können so eine Batterie ausgeben. Und die haben auch ganz große Kapazität, da steht nichts, aber die haben 3 Ampere Stunden Kapazität oder 300 Milliampere Stunden. Link, wo ich das gekauft habe, befindet sich auch in Beschreibung. Das vierte Teil muss nicht unbedingt sein, aber ich finde, dass das Teil ist eigentlich sehr, sehr gut, um Ladezustand zu kontrollieren. Wenn die zwei kleine Litzen zur Batterie angeschlossen werden, hier unter dem roten Punkt befindet sich ein kleines Knöpfchen. Bei Drücken auf welche werden gleich entweder eine oder gleich zwei oder gleich drei oder vier oder alle SMD-Leuchtdioden leuchten werden, was uns zeigt, in welchem Ladezustand ist die Batterie gerade sich befindet. 25, 50, 75 oder volle Ladung bei 100%. Und dann zum Akkuschrauber. Unser Versuchskaninchen hat folgende Daten. Man kann den Bohrer bis 10 mm verwenden und er hat auch Hammerfunktion. Damit kann man auch Steine und Beton bohren. Spannung beträgt 20,4 Volt. Genau darum haben wir 5 Akkuzellen, um 21 Volt Spannung zu kriegen. Das ist ein Meisterkraft 204-2E. So sieht es aus. Der Motor funktioniert einwandfrei. Bohrfutter ist auch in Ordnung. Schlägt fast nichts. Hammerfunktion kann man hier umschalten. Hier ist ohne. Und mit. Man hört das gleich. Schauen wir mal, wie viel bringt das Teil auf die Waage. Gesamtgewicht 2,2 Kilo. Und den Akku separat wiegt fast 1 Kilo, 917 Gramm, also fast die Hälfte vom Gesamtgewicht. Okay. Der Akku für 20,4 Volt. Nach dem Umbau maximale Spannung wird ein bisschen höher. Das macht überhaupt nichts aus. Bei dem da habe ich von 9,6 bis 12 Volt gestiegen. Dann dreht er halt nur schneller. Also wir sehen, dass Kapazität 1300 mAh. Bei dem Akku nach dem Umbau wird 3000 mAh. Mehr als zweimal so hoch wie original. Und umgearbeitete sollte wesentlich leichter sein. Okay, dann schraube ich das schnell, den Akku auseinander, und dann gehen wir weiter. So, die Schrauben sind schon draußen hier. Und bevor wir weitermachen, ich habe ganz vergessen über das Wichtigste. Und zwar, wenn jemand von euch sowas nachmachen wird, dann sollte er das auf eigenem Gefahr machen und ausschließlich auf eigene Verantwortung. Ich übernehme kein Haft, kein Verantwortung für mögliche Schaden aller Art, welche zusammen mit irgendwelchem Umbau entstehen können. Ja, wer damit nicht einverstanden
kann gleich nächste Video hier bei YouTube schauen. Und mit denjenigen, welche damit einverstanden sind, machen wir weiter. So. Schauen wir mal. Ja, man sieht, dass die Akkus schon Elektrolyt ausgelaufen teilweise. Die sind original japanische von Panasonic. Nickel-Cadmium-Battery. Okay. Bisschen wegschütteln. Aha, da drin sind noch welche. Aha, die Kontakte gehen auch raus. So. Also gleich da haben wir unsere zwei Kontakte, Plus und Minus. Das sieht man auch gleich hier auf dem Gehäuse. Genau. Also ich werde jetzt den Akku entfernen und nur dieses Teil werden wir weiter gebrauchen. So habe ich die Kontakte angelötet. Nicht so schön. Aber sicher ziehe ich noch Schrumpfschläuche drüber. Dann mit dem Feuerzeug mal heiß machen. So wird's besser. Dann können wir die Kontakte drüber ziehen. Ungefähr so sieht es aus. Und jetzt kann man das Teil in die Akkugehäuse festkleben. Das Teil habe ich schon geklebt, liegt schon hier und trocknet. Die alte Akkus werde ich richtig entsorgen. Beim nächsten Aldi-Besuch nehme ich die mit und schmeiße in dementsprechenden Box rein. Jetzt können wir uns schon Gedanken machen, wo und wie werden wir die Akkus in dem Gehäuse platzieren. Kontaktlitzen. Ich habe 14 AVG Kabel genommen, was ungefähr 2,5 Quadratmillimeter Querschnitt ist. Ich hoffe, dass das ausreicht. Litzen mit größeren Querschnitt und farbigen habe ich bei mir leider im Moment nicht gefunden. So, jetzt werden wir mit diesen Akkus beschäftigen. Wir müssen alle in die Reihe anschließen. Dafür kann man Punktschweißgerät ganz bequem verwenden. Aber längst nicht viele von euch haben so ein Gerät. Drum werden wir heute diese Zellen richtig löten. Ja, man darf die auch löten, aber dafür wir müssen zwei Kriterien beachten. Die Akkus dürfen auf keinen Fall überhitzt werden. Lithium-Akkus magen überhaupt nicht höhere Temperaturen. Beim Überhitzen können die einen Teil von seiner Kapazität verlieren. Und wenn Pluskontakt überhitzt wird, das kann sogar zum Kurzschluss führen. Ich schneide einen Akku-Isolation auseinander, um euch zu zeigen, damit ihr wisst, über was ich rede. Na, Fokus, wo bist denn du? Jawohl. Also am Akkugehäuse, wir haben Minus. Hier haben wir Plus. Und zwischen Plus und Minus, wir sehen so ein dünnes, schwarzes Kunststoffisolation. Wenn wir den Pluskontakt überhitzen werden, es kann passieren, dass diese Kunststoffisolation wird schmelzen und Plus kommt auf Minus und beim Lithium-Ionen-Akkus und dadurch, dass diese Zellen ungeschützt sind, beim Kurzschluss kann rasant schnell Temperaturbeschleunigung stattfinden.
Den Akku wird schießen oder knallen und dann kommt daraus ganz dichte Flamme mit sehr hoher Temperatur. Und wenn sowas passiert, man darf auf keinen Fall mit Wasser löschen. Wasser plus Lithium ist Feuer. Es wird dann noch stärker brennen. Ja, ich habe gleich schlechteste Szenario erzählt, aber es kann so passieren. Drum man darf die Akkus nicht länger als 2-3 Sekunden löten. Und dann sollte gar nichts passieren. So, um Akkus zusammenzuhalten, ich werde so eine Halterung verwenden. Ist ja ganz praktisch. Die Zellen werden nicht zwischeneinander reiben und die haben auch ein bisschen Luft zwischen sich, was auch ganz gut für Kühlung, weil es kann sein, dass die werden etwas härter arbeiten, weil das Ding kann auch Steine und Beton bohren. Ja, mal schauen. Ja, jetzt werden wir die zusammenlöten. Dafür verwende ich Lötwasser von dieser Firma. Umweltgefährlich und ätzend. So wie ich weiß, dieses Lötwasser ist auf Säurebasis zusammengemischt. Genaue Zusammensetzung weiß ich leider nicht. Wenn dieses Mittel auf Haut kommt, passiert erst einmal nichts. Man muss bloß danach Hände waschen und das war's. Und nach dem Löten müssen wir unbedingt, zum Beispiel mit dem Spiritus, die Reste von diesem Lötwasser entfernen, weil sonst die Kontakte werden dann ganz schnell korrodieren. Ich nehme einen Zahnstock, von der Flüssigkeit trage ich ein. So ungefähr. Und dann geht's los. Dann kommt die andere Seite. Tropfen hier. Und daneben auch eine. Vier Brücken habe ich vorbereitet und jetzt werde ich die Zellen zusammen in die Reihe anschließen. So sieht es aus. So, meine Freunde, die Brücken habe ich verbaut. Sieht es so aus. Die Lötstellen ja auch nicht so schön, aber dafür sind die ganz sicher. Ja, im Gehäuse wird das Ganze nach meiner Vorstellung so platziert werden. Balancer-Platine kommt dann andersrum mit Leuchtdioden
nach unten, so rum, und den Ladezustand Indikator kommt dann hier seitlich. Da findet er seinen Platz, ungefähr hier. Man muss plus für die zwei Litzen hier ein Loch durchbohren. Ja, jetzt werde ich Balancierlitzen anbringen und danach Batterie minus Ausgang, der ist hier unten, mit B minus zusammen verbinden. Das geht durch einen ganz kurzen Leitung hier. Gehen wir weiter, meine Freunde. Balancierleitungen habe ich angelötet und andere Enden. Ich habe isoliert, außer einem, außer B1, welche ich als erste an den Akku löten werde. Diese Isolation ist ganz, ganz wichtig, weil beim Löten von diesen Balancierleitungen kann unauffällig plötzlich passieren, dass eine oder andere Leitung wird mit den Akkukontakten kontaktiert und ein Modul kriegt falsche Spannung und wird gleich dann ins Gras bissen. Das brauchen wir auch nicht. Drum schön isolieren und einen nach anderen abisolieren, in den Hand halten und gleich anlöten. Nur so kann man diese böse Überraschungen vermeiden. So, jetzt werde ich gleich das alles anlöten. So, meine Freunde, gehen wir weiter. Ist schon fast alles fertig. Und zwar habe ich Kabel vom Batteriekontakt schon auch angelötet. Der Minus geht gleich in die Platine auf C-. Der Plus geht dann direkt in die Batterie. Und Balancierleitungen habe ich auch schon angelötet. Einen nach den anderen. So sieht das aus. Für Brücken, ja, ich habe PE-Leitung genommen. Ja, ich weiß, dass das eigentlich für was anderes gedacht, aber als Bastler darf ich das machen. Hauptsache, dass Querschnitt passt, Isolation passt und das ist für mich das Wichtigste. Ja, Balancierleitungen habe ich genauso wie auf dem Verkäufer seinen Schaltplan angeschlossen und ungefähr so sieht das bei mir aus. Ich werde noch an ein paar Stellen schön mit dem Kabelbinder zusammenbinden, damit das auch schön und ordentlich ausschauen kann. Nicht so stark anziehen, damit Isolation nicht beschädigt wird. Ja, so sieht die ganze Konstruktion aus. Jetzt machen wir eine Messprüfung. So, Gesamtspannung an die Batterie. Wir haben 18,2 Volt. Ja, weil auf jede Zelle wir haben circa, ja, 3,6 dann etwa. Schauen wir mal, 3,65. An die nächste Zelle 3,635, untere Reihe 3,645, und 3,643. Perfekt. So, dann machen wir dann gleich mal einen Test. Und es läuft. Wunderbar. Wahnsinn, das gibt's doch gar nicht. Ja, obwohl ich weiß, dass eigentlich muss laufen, weil wir haben keinen Fehler gemacht. Aber ich freue mich jedes Mal wie ein Kind, weil das macht so eine riesengroße Freude, wenn man was selber macht
Und das, was du gemacht hast, ist auch funktioniert. Ja, das ist ja Wahnsinn. So, jetzt, was bleibt uns noch? Jetzt werde ich hier ein kleines Löchchen noch machen und dann werde ich das Ding draufkleben. Und bevor, wir werden auch testen, bei welcher Spannung wie viel Segmente löcht, damit wir das immer im Kopf haben können. Bei 16,8 Volt leuchtet dann zweite Diode, 25% Ladung. Gehen wir weiter. Ja, bei 17,8 schon zweite Diode. Beim 18,8 Volt dann vierte Leuchtdiode leuchtet schon. Und beim 19,8 Volt dann alle Leuchtdioden leuchten. Also funktioniert das prima. Okay. So geht das. So, meine Freunde, jetzt ist schon, kann man sagen, schon so weit. Ich habe alles angeschlossen, alles angelötet. Einziges, was mir nicht so ganz gefällt, das ist dieses Schaufenster. Den habe ich leider ein bisschen zu groß gemacht, weil schlecht gerechnet. Die Leuchtdioden sind doch etwas höher aufgefallen. Aber naja, man kann ein Stück transparentes Kunststoff oben drauf kleben. Somit werden diese unschönen Ränder zugedeckt. Das Loch habe ich mit dem Lötkolben gemacht. Ja, jetzt würde ich das alles schön platzieren. Hauptleitung kann man schön in diesem Raum verstauen. Und es geht einwandfrei zugeklappt. Alles schön gerad. Die Leuchtdioden sieht man das. Sieht man hier auch schön. Ja, jetzt bleibt nur noch die Platine und den Akku mit dem Heißkleber fixieren und dann ist soweit. So, meine Freunde, mit Hilfe von Heißkleberpistole habe ich die Platine und den Akku gut genug fixiert. Jetzt kann man nur noch zusammenbauen, also das bewegt sich gar nicht. Machen wir das mal zu. So geht das. Schön gerad. Jetzt können wir nur noch vier Schrauben wieder festmachen. Ja, das Video mit Netzteilumbau wird dann die nächste. Und kommt drauf an, wann schaut ihr dieses Video. Schaut ihr bitte auf Datum, wann würde dieses Video veröffentlicht. Weil es schon sehr wahrscheinlich, das Video mit Netzteilumbau ist schon fertig. In diesem Fall, Link findet ihr in Beschreibung. Wird auch am Ende dieses Video auch scheinbar auf ihrem Display. Okay, gut, haben wir schon alles fertig gemacht. Funktioniert wunderbar. 50% Ladung haben wir noch. Der Akku ist wesentlich leichter geworden. Schauen wir mal, wie viel haben wir am Anfang gehabt. Auf jeden Fall über 900 Gramm. Und jetzt schauen wir mal die Hälfte davon. Der Akku ist
zweimal leichter geworden und mehr als zweimal so stark. Ursprünglich 1300 mAh und jetzt haben wir 3000 mAh gebaut. Meine Freunde, so ein Video haben wir heute gehabt. Wir haben dem Akkuschrauber ein neues, zweites Leben gegeben. Wem dieses Video hat gefallen, bitte nicht vergessen Daumen hoch klicken. Ebenfalls noch nicht getan, meinen Kanal abonnieren. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schreibt ihr bitte Kommentare zu diesem Video. Was denkt ihr darüber? Hat vielleicht auch jemand dasselbe, wie ich jetzt getan habe? Ich wünsche euch alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.